Ich wollte eigentlich nie Medizin studieren, sondern eigentlich Mathe, Physik, Philosophie. Und irgendwann sind meine Eltern zu mir gekommen und haben gesagt, sie können ruhiger schlafen, wenn ich Medizin mache. Und meine Eltern sind wirklich mit wenig hingekommen und haben viel für uns gemacht. Und ich habe gesagt, okay, wenn die ruhiger schlafen können, dann solltest du ein bisschen Erwägung ziehen. Ich habe es dann auch studiert. Ich wusste relativ früh, dass ich Augenheilkunde machen wollte. Im dritten Semester ungefähr. Es ist ein kleines Fach, es ist operativ, es ist physikalisch. Das Sehen als Sinn an sich ist ein sehr, sehr wichtige Eigenschaft, wo man Leuten viel wirklich geben kann. Und ich habe auch gemerkt in der Zeit, dass ich als Arzt, gerade weil ich in diese Symptomatik Sehverschlechterung Patienten wirklich kennenlerne, die wirklich viel über sich berichten, dass ich augenärztlich tätig bin, aber auch philosophisch und viel über die Menschen lerne halt. Und unabhängig davon hat mir die Augenheilkunde viel gegeben. Ich habe auf dem Schiff mal gearbeitet als Arzt. Ich habe war mal in Boston, habe da geforscht und habe ganz viele unterschiedliche Eindrücke gehabt. Es hat mir viel gegeben und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen und muss im Nachgang sagen, dass meine Eltern auf lange Sicht immer recht hatten.